Nicht gleich so, also bei der Baustelle, beiden Baustellen, hier 100 Meter weg von hier, wird es sehr ordentlich. Der Bofrost haben wir auch nicht mehr, der kommt aus dem Badischen, mit dem habe ich auch schon gesprochen. Bofrost, das ist teuer irgendwie, ne? Dann kann man gleich Schnee essen, hier ist ja genug Schnee heißt es. Sieht man das jetzt? Ja, also es schmilzt 0 Grad ungefähr und ich habe jetzt mal überlegt, wie wir morgen da fahren. Es gibt ja einen fahren lassen oder selber fahren. Oder den hier, wer ist das? Forever. Rigoberts Forever. Ach, der Rigobert? Nee. Harry. Also, wo ich lachen muss beim Rigobert, immer beim Harry. Wenn er die Tür aufmacht, nach links hinten. Übrigens, Harry. Also, den Mann, den kenne ich tatsächlich. Es gibt ja Waldbronn und Warmbronn. Manche kennen da keinen Unterschied, aber das ist ein Unterschied. Ich kenne beide Ortschaften und in Waldbronn wohnt die Heike. In der Nähe von dem Minigolfplatz, die Heike. Heike. Und die Heike hat einen anderen geheiratet, ne? Leider. Also heiraten und Sex und Liebe und Heirat, das ist die Reihenfolge. Wie ist die Reihenfolge? Ja, erst Sex, dann Liebe, dann heiraten, hat mal eine gesagt. Und war eine kluge, intelligente, freche Stinkt irgendwie, hat einer einen fahren lassen, er hatte Heizung an, eine Wolldecke im Ofen vielleicht. Also nochmal zu der Baustelle jetzt, da mit dem Sex und so, lassen wir das jetzt mal weg. Baustelle, also die Baustellen, die jetzt direkt in der Mittagspause, da ist einem langweilig, glotzt mir da ein bisschen zu, dumme Sprüche vom Rigobert vielleicht loslassen, das nicht, aber die machen das besser, als ich das je erwartet hätte. Also das Problem war wieder ein Kommunikationsproblem, wie so oft beim Opi. Und der, den ich angerufen habe am Freitag, sagt plötzlich, ha, Kommunikationsprofi. Und ich, ha, boah, weißt du das? Der hat praktisch das entweder vorher gewusst oder während dem Telefonat aufgerufen. Das gibt es auch. Ne? Und so schnell, wie man so sein könnte. Ne? Das ist, war bei mir auch immer so, wenn einer angerufen hat. Und den Begriff kannte ich nicht aus dem Bereich Sondermüll, besonders gefährliche Abfälle, so habe ich den während dem Gespräch, man kann ja multitasken, also wie wenn man die Frauen, die riecht nach Essen, also dann mit dem Kochlöffel die Suppe rum und das Handy ans Ohr, ja, so geht es. Multitasken, und dann habe ich auch immer was aufgerufen manchmal, weil ich ja fürs Abfall ABC viele Jahre zuständig war, das ist mir entzogen worden. Na, also, aber das habe ich nicht schriftlich. Also es ist ja so, man kann ja nur klagen, wenn man was schriftlich hat. Wer nichts schriftlich hat, der kann nur entweder blöffen, dumm daherreden oder Stress machen. Verwaltungsaufwand war hoch, war immer hoch, hat jemand gesagt. Und dann habe ich geantwortet, da halte ich mal an, warum war der Verwaltungsaufwand so hoch? Weil nie jemand richtig geantwortet hat oder mich verstanden hat. Und wenn mich einer nicht versteht, soll er fragen. Auf Augenhöhe verhandeln, ein Mann des Kompromisses, stimmt tatsächlich. Da denke ich natürlich nicht nur an die hohe Politik, das ist ein Dienstwagen, hat er gesagt. Dann habe ich gesagt, eine Stunde Fahrt, woher wissen Sie das? Dann habe ich gesagt, sieht man noch am Kennzeichen. Ach so. Also die Residenzpflicht entfällt. Also die zwei mit Ruh, teure Autos mit Ruh. Ruh könnte heißen Russian, auf Englisch Russian, Russian Town. Also der Krieg, welche Waffen? Also ich habe keine Waffen. Ich bin nämlich waffenfrei, nahezu, nicht ganz, aber für kleine Waffen oder für Defensivwaffen bin ich sehr wohl. Also jedes Volk darf sich verteidigen. Und die Leo, der wird immer so witzig dargestellt, Leo wie so ein Kinderspielzeug. Der Leo ist kein Kinderspielzeug, sondern für einen Menschen getötet, sobald der Leopard im Einsatz ist. Und es ist ja 50-50 im Moment, der Scholz. Es wird kritisiert, dass der so zögerlich sei. Und ich kritisiere das überhaupt nicht. Das ist mir sehr sympathisch. Das hat er sich bei seiner Vorgängerin Dr. Merkel, hieß die, Angela, da hat er sich das abgeschaut, weil er im gleichen Kabinett ist ja eine Weinsorte, wenn sie besonders süßlich. Aber jetzt gucke ich noch ein bisschen zu. Also ich brauche das nicht filmen. Man darf ja nur privat filmen zu Beweiszwecken, wenn man da eine Anzeige oder so, aber das habe ich gar nicht vor, weil sie alles richtig machen. Ne? Und der ist auch schon in Rente.
wo ich jetzt da mal dran gedacht habe. Solange alles richtig ist, geht mal wieder zurück. Und tschüss.